Moin, herzlich willkommen hier zurück zur weiteren Folge Let's Play Alice 17 Nordfriesische Marsch vierfach Map hier Version 1.8 ohne Gräben. Ich muss mal eben kurz nachdenken. Ich war lange nicht mehr hier, lange nicht gespielt. Ich glaube, die letzte Aufnahmesession ist eine Woche her. Ich mache auch jetzt in dieser Session tatsächlich erstmal nur eine Folge. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich bin leicht angeschlagen von der Stimme her. Und mache jetzt eben erstmal nur die Freitagsfolge. Ihr werdet heute Abend, weiß ich noch nicht, ob es einen Livestream gibt. Höchstwahrscheinlich wird es aber Samstag einen Livestream geben. Samstag natürlich auch wie gewohnt zwei Folgen. Sonntag auch zwei Folgen. Ja, Montag dann wohl auch zwei Folgen. Ist ja Pfingstmontag, ist ja ein Feiertag. Ja, toll, ich muss arbeiten, ich muss Sonntag und Montag arbeiten. Aber ihr sollt natürlich eure Folgen haben. Und ja, diese Folge hier, die widmen wir jetzt mal ein bisschen den Tieren, wobei so viel ist da gar nicht zu tun. Stroh brauchen sie. Also gehe ich mal hierher und lager mal Stroh aus. 446 Ballen haben wir drin. Dann holen wir mal hier, holen wir mal 36 raus. Die liegen jetzt hier. Jetzt müssen wir nur noch einen Transporter finden. Na, da steht doch einer. Hier am Hof. Wenn das nicht praktisch ist. Haha. So, Paletten wollen wir nicht. Und Ballen 1,30. Und Ballen 1,30. Ja. Glück ist Geschick, wie man so schön sagt. Holen wir uns jetzt erstmal ein paar Ballen. Ach, hier wären auch noch Ballen gewesen. Die holen wir uns doch erstmal. Sind das Großballen oder sind das Qualerballen? Okay. Die holen wir uns jetzt hier erstmal und fahren die hier zu den Kühen rein. Damit die dann auch ja genug Mann. Ist schon schön, schön wendig, ne? Muss man ja zugeben. So. Und das reicht schon. Ja. Die Kühe sind versorgt. Na dann. Jetzt hier nur noch irgendwie wieder rauskommen. Ah, das können wir da vorne. Das ist kein Problem. Fahren wir hier raus. Ah. Lilly. Ja, Lilly habe ich noch nicht gesehen. Ich würde sagen, die Kühe haben noch keine Kollision eigentlich. Also in echt natürlich schon, aber hier im Spiel ja nicht. So, dann brauchen wir auch wahrscheinlich nur den vorderen mal voll machen. Mit Rundballen. Die anderen können wir dann wieder einlagern. Ist egal, wir nehmen jetzt erstmal so viel mit, wie wir können.
Aber dann ist das nämlich auch erstmal alles schön versorgt. Was für ein schlechtes Wetter, es ist unglaublich. So, hier die Produktion steht. Warum? Keine Gülle mehr da. Okay, die Produktion steht. Warum? Kein Dünger mehr da. Okay. Ja. Müssen wir uns drum kümmern. Keine Frage. Aber erstmal. Oh. Lilly. Die lassen wir eben an uns vorbeifahren. Mehr nicht. Das war alles. So, voll. Das ist ja lächerlich. Naja. Gut. Wenn er so will, oder so. Können wir den Rest wieder wegbringen. Wieder einlagern. Und sind hier soweit durch. Und dann können wir uns ja gleich mal um die Produktion von Dünger und so kümmern. So, einmal leer gemacht, bitte. Danke. Oh. Immer noch die Bierpalette. So. Ja, wir nehmen jetzt mal den 900er Axion. Schadet ja nicht. Und dann machen wir hier mal ein bisschen. So. Saatgutproduktion steht, weil kein Dünger da ist. Nee. Quatsch. Ein Getreide. Okay. Also holen wir mal ein bisschen Getreide. Und halten dann hier mal ein bisschen alles im Gang. Oh Mann. Aber davon ist schon noch genug da, oder? Dünger? Ja. So. Ich weiß gar nicht, was wir an Getreide hier noch so im Lager liegen haben. Schauen wir mal. Könnte ich ja jetzt auch da unten auf der Anzeige gucken. Aber ich sehe es ja auch. Wenn ich jetzt hier oben was bestelle. Dann nehmen wir mal Gerste.
Ja, vielen Dank übrigens auch für eure Kommentare zum Thema Hopfach. Waren nicht viele Kommentare, aber interessant. Und ja, ich weiß nicht, ab wann da mit irgendwelchen Neuheiten zu rechnen ist, Neuigkeiten, ab wann da was kommt, ob da was kommt, keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber im Augenblick ist ja noch nichts da. Wie gesagt, ob es einen Livestream gibt heute Abend von mir oder von Fed, weiß ich nicht. Habe ich noch keine Informationen drüber. Samstagabend gehe ich mal so zu 99% davon aus, dass es einen Livestream gibt. Also ich werde auf jeden Fall einen machen. Ja. Falls Fed keinen macht. Oder vielleicht macht Fed auch einen. Wir müssen mal schauen. Ihr werdet das dann rechtzeitig erfahren. Natürlich auch den richtigen Gang einlegen, ne? So. Machen wir hier auch gleich mal die Saatgutproduktion ein bisschen frei. Einfach damit genug Saatgut nachproduziert werden kann. Oh, ich hab Scheibenwisch an. So, und das kippen wir dann direkt hier hinten in den ins eigene Silo rein. Können wir nämlich das hier schön fertig machen. So, mal gucken, wie viel wir da noch rauskriegen. Wird nicht mehr alle Welt sein. Zwischenzeit können wir mal gucken, wie viel Gülle wir noch haben. Bei den Schweinen haben wir noch 54.000 Liter Gülle. Ja, können wir eigentlich auch mal abholen, ne? In dieser Folge noch. Ach Mist, da ist Milch drin. Wo bringe ich denn die Milch hin? Ja, ich musste mich mal gerade eben ganz kurz muten, weil ich doch echt noch ziemlich angeschlagen bin. Stimmenmäßig. Also man, ich weiß nicht, ob man es hört, wie gesagt, aber bin sehr viel am Husten, bin ziemlich verschnupft eigentlich. Und ja, muss jetzt hier eben erstmal eben schnell Milch noch wegbringen. Das machen wir jetzt in dieser Folge noch, holen dann noch Gülle, bringen die zur Düngerproduktion. Und dann soll es das auch für die Folge gewesen sein. Und dann steht ja das Marathonwochenende vor der Tür. Mit 6 Folgen insgesamt. Also Samstag 2, Sonntag 2, Montag 2. Und dann ist auch erstmal gut mit Feiertagen. Und dann gibt es, glaube ich, bis zum 3. Oktober keinen Feiertag mehr. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Boah. Also zumindest in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen von Deutschland ist.
gibt ja so Länder, die gefühlt dreimal so viele Feiertage haben wie Niedersachsen. Mehr Feiertage als in der Schweiz, wo ich ja bekanntermaßen auch mal tätig bin. Haben wir so gut wie alle Länder. Hier gibt es ja dann doch nur sehr, sehr wenige. Also ich orientiere mich da immer, was Feiertage angeht, an bundeseinheitlichen Feiertagen. Ja, also nicht, dass wir da... Nicht, dass ihr da irgendwie jetzt drauf wartet, wenn, was weiß ich, in Hintertupfing, ja super, hat sich ja voll gelohnt. Wenn in Hintertupfing irgendwie Namenstag von einer Katze ist oder so, müsst ihr nicht meinen, dass es dann gleich von mir als Feiertag betrachtet wird. Nein. Sondern bundeseinheitliche Feiertage. Oder zumindest, wo ich glaube, dass es bundeseinheitliche sind. Da gibt es zwei Folgen. Heiligabend zum Beispiel. Letztes Jahr auch zwei Folgen. Ist aber nicht mal ein Feiertag. Aber trotzdem, ist ein besonderer Tag. Ja, und ja, so müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, ob wir den Rest der Milch denn bei der Molkerei loswerden. Das zieht sich jetzt schon wieder hin. Schon wieder unfassbar lange hin. War ich eigentlich schon... Ha? Ja, wie immer. Kennt ihr ja. Mein Weg über die BGA. Ist bestimmt voll, weil hier überhaupt nicht produziert wird, oder? 292.000. Ja, moin Hermann. Nee, und das war's. Ja, ganz toll. Ganz toll. So, kann ich die Milch da vorne verkaufen? Vorne ist doch die Milchverkaufsstelle. Dann verkaufe ich die eben. Ich habe so viel Milch, werde die überhaupt nicht los. Ja, geht. Hundertfünfzehntausend. Naja. Wie viel Milch habe ich noch? Nur noch mal 400.000. Nochmal eine. Hätte ich insgesamt eine halbe Million verdient mit Milch. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Und dann sag noch mal immer, einer der Milchpreise ist im Keller. Nein, das passt natürlich nicht verhältnismäßig. Das ist natürlich klar. So. Ja. Wir werden das jetzt nicht mehr durchziehen mit der Gülle. Ich fahre jetzt zu den Schweinen. Und werde das Fass voll machen. Und den Rest seht ihr dann morgen, am Samstag. Aber nicht heute mehr. Ich muss mich jetzt gleich etwas pflegen. Hoffe, dass meine Stimme morgen dann für die nächste Aufnahmesession noch etwas besser ist. Ja,
Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das ja, Kommentar, Like, Abo, freut mich alles tierisch. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auch auf meine Homepage. Übrigens, Entschuldigung, auf der Homepage war jetzt so ein bisschen Stillstand. Da waren jetzt nicht mehr, jedes Video angekündigt. Das habe ich zeitlich nicht geschafft, leider, leider, leider. Ich war froh, dass ich es hingekriegt habe, jeden Tag immer noch die Videos zu veröffentlichen, wie gewohnt. Aber für den Rest war leider keine Zeit, sorry. Wird sich ändern. Für heute wird es da auch noch nichts geben. Aber ab morgen, hoffe ich, habe ich das wieder im Griff. Dann bin ich wieder fitter, hoffe ich. Und dann kriegt ihr da auch die Infos. Ja, und kommt mich besuchen, wenn ich streame. Wie gesagt, heute Abend weiß ich nicht. Ich selber werde keinen Livestream machen. Wenn dann, wenn Fed einen macht, werde ich dabei mitspielen. Und ja, Samstag gehe ich davon aus, dass ich selber einen Stream mache. Und dann auch tatsächlich egal, ob Fed einen macht oder nicht. Es sei denn, meine Mitspieler sagen auf einmal, nee, wir haben doch keine Lust. Dann natürlich nicht. Aber in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch und sage ciao.